Hier ist Potsdam. Hier ist der Klosterkeller. Willkommen zum Einheitsstream. Kultur aus Ost und West. Live auf dem Bürgersteig und im Netz zu 30 Jahren deutscher Einheit. Viel Spaß und gute Unterhaltung wünschen die Potsdamer Bürgerstiftung und der Immobilienentwickler Glockenweiß. Ja, und herzlich willkommen, sage ich an dieser Stelle. Mein Name ist Sven Oswald und ich bin froh, dass ich wieder mal hier sitzen darf, mitten in Potsdam im Klosterkeller. Da fährt auch gerade genau in dieser Sekunde die Straßenbahn vorbei. Wir haben das Fenster offen, das können Sie und könnt ihr zu Hause an den Monitoren jetzt gerade nicht sehen. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich hier war, haben wir das Setting gedreht, weil letztes Mal hatten wir noch das Publikum, was draußen auf der Straße ist, im Rücken. Jetzt können wir die sehen und da sind tatsächlich auch schon welche. Wunderschönen guten Abend da draußen. Hallo, hallo. Ach, das hört man hier gar nicht, aber wir freuen uns trotzdem, wir freuen uns trotzdem. Weil ich bin hier nicht alleine, zum Glück, weil was sollte ich auch eine Stunde lang erzählen. Neben mir sitzt der einzig wahre Knut Elstermann. Radio 1 Hörerinnen und Hörer kennen ihn als Kino-King Knut, aber vor allem als den Mann, der sich mit Filmen richtig auskennt, der jeden Samstag 2 Stunden lang über die wichtigsten Filme spricht mit den Hörerinnen und Hörern, der jeden Film kennt, der auch donnerstags morgens immer die neuen Filme im schönen Morgen bei Radio 1 vorstellt, was vielleicht einige Radio 1 Hörerinnen und Hörer nicht wissen, aber natürlich alle, die sich gerne mit Literatur und Büchern beschäftigen, ist, dass Knut Elstermann auch echt eine ganze Reihe Bücher geschrieben hat. Also du bist ja nicht nur Filmkritiker, sondern Buchautor, lieber Knut. Das kann man so sagen und zwar schon sehr lange und auch sehr intensiv. Das kann man so sagen. Erstmal hallo, schön, dass ihr da seid und zuschaut, das ist richtig. Das erste Buch war hier, Gerda Schweigen, was ja auch verfilmt wurde. Ja. Und wo ich eigentlich auch dachte, das machst du, weil es eine Geschichte ist, die dir wirklich wichtig ist und die du recherchieren willst und die irgendwie auch bekannt gemacht werden muss. Und dass dann doch noch eine ganze Reihe von Büchern folgen würden, war mir da noch nicht so ganz klar. Okay, das heißt also, das war so ein Herzensprojekt, so bist du ans Buchschreiben rangekommen, weil letztendlich Schreiben, Skripte für Beiträge und so, tut man als Journalist ja sowieso immer, gerade auch wenn du Filmrezensionen schreibst. Das heißt also, das Schreiben selber musstest du dir wahrscheinlich nicht draufbringen, aber es ist ja doch ein anderes Schreiben, ne? Es ist ein anderes Schreiben und trotzdem denke ich mir, es ist ein journalistisches Schreiben, also es ist keine Literatur. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir, also ich merke das auch bei Kollegen und so Kolleginnen, die schreiben, schon auch ein bisschen zum Sprechen hinschreiben. Also vielleicht ist es doch etwas flüssiger und man achte darauf, dass man da mal Luft bekommt bei den Sätzen und es hat schon was auch mit dem zu tun, was wir machen, nämlich journalistisch zu arbeiten, gründlich zu recherchieren. Ich schreibe ja keine Belletristik, das können manche Kollegen wie Marion Brasch oder Alexander Ostern ganz toll, dass sie das beides verbinden, finde ich wunderbar, liegt mir nicht. Es ist immer journalistisch, aber es ist natürlich, hoffe ich, auch sehr lesefreundlich geschrieben. Also ich will schon, dass die Leute das lesen und daran Freude haben und damit gehen. So, jetzt war Gerdas Schweigen fertig, ein Erfolg, wurde verfilmt. Kam denn jetzt irgendein Verlag und sagte, Herr Elstermann, schreiben Sie doch noch ein Buch? Oder war das so, dass du sagtest, naja, ich habe jetzt auch noch die und die und die Story, die müssen eigentlich auch mal raus. Wie ging es weiter? Das ist eine gute Frage. Also es war der Bebra Verlag damals, also Berlin-Brandenburg, ein ganz treuer, wunderbarer Verlag, die jetzt seit 4 Jahren mit mir arbeiten und die schon dann auch Interesse hatten, weil es jetzt eben nicht der absolute Mega-Flop war. Also sie sind damit auch nicht reich geworden, aber sie haben sich auch nicht verschuldet für alle Zeiten. Und es war ja auch ein Buch, es hat zu tun mit unserer Familiengeschichte, mit einer jüdischen Freundin meiner Großmutter, mit ihrem Überleben in Auschwitz, ein Buch, das mich auch so in die Pflicht genommen hat. Also ich bin in wahnsinnig vielen Schulen dann gewesen, weil Gerda, deren Geschichte ich hier erzählt habe, lebte ja damals noch und sie lebte in New York und sie hat gesagt, geh mal ruhig raus und red mit den jungen Leuten, erzähl denen meine Geschichte. Also es war ein Buch, wo man vielleicht doch nochmal eine andere Verantwortung auch übernimmt für die Geschichte und danach ist es dann auch so persönlich geblieben, weil du gefragt hast, warum? Ja. Es sind doch meistens Geschichten, die direkt was mit mir zu tun haben. Ich habe dann geschrieben über meine Schule, Klosterkinder, über das Graue Kloster in Berlin, über die lange Geschichte, das ist auch ein Stück Regionalgeschichte, über meine Straße, also Sie kennen mein Leben jetzt eigentlich lückenlos, glaube ich, die Windstraße, also in der ich aufgewachsen bin, in der ich auch jetzt wieder lebe. Es hat immer was mit mir zu tun und oft natürlich auch mit Berlin, weil ich doch ein geborener Berliner bin und die Stadt ist meine Stadt. Ne? Jetzt gibt es ja potenziell noch ganz viel Stoff, meine Lieblingsrestaurants, meine Lieblingsurlaubsziele, meine Lieblingsfamilienmitglieder, also da ist ja noch viel drin. Arbeitest du aktuell an einem neuen Buch? Ja, ich habe eine Idee und das kann ich auch schon verraten, soll hoffentlich pünktlich erscheinen im nächsten Jahr im März. Dann also früher, weil nächstes Jahr wäre die DEFA, wir sind hier in Potsdam, also muss ich nicht erklären, was die DEFA ist, 75 Jahre alt geworden. Und ich habe mal geguckt, zum Beispiel im Filmmuseum in Potsdam da vorne, habe ich da doch im Verlauf der Jahre viele Interviews gemacht, habe da mal angerufen, gefragt, sag mal, gibt es die irgendwie noch? Und dann sagten die tollen Mitarbeiterinnen dort, ja, also seit 1992 haben wir hier 90 Interviews von dir mitgeschnitten. Die sind also alle da, alle, nicht alle DEFA. Auch bei uns im RBB gibt es ganz viele Sachen. Und ich höre mir jetzt so alte Interviews an, teilweise mit Legenden, die gar nicht mehr leben. Frank Bayer, Heiner Karo, Erwin Geschonik, aber auch aktuellere Interviews mit Michael Gwistek, tollen Schauspielern, Schauspielerinnen, und mache daraus ein Buch mit meinen liebsten Interviews. Deswegen sehr merkwürdig. Wie schlimm ist es, sich da zu hören von vor Jahren? Ich kann es dir verraten, es ist eine ganz andere Erfahrung, als ich dachte. Ich dachte auch, oh Gott, wie wird das klingen vor 30 Jahren? Das Deprimierende ist, es ist gar nicht so anders. Also das Gute ist einerseits, die Stimme irgendwie bleibt doch gleich, da ändert sich nicht so sehr. Aber die Lernkurve ist nicht so steil, ne? Ich bin genauso. Ich rede genau zu schnell, rede zu viel, rede die gleichen Formulierungen irgendwie schon offenbar seit 30 Jahren. Das Einzige, ist auch interessant, etwas respektloser ist, wenn man jung ist. Also damals so mit 30, wie ich da so eine Legende wie Egon Günther, nur sagen Sie mal, das würde ich heute nicht mehr machen. Also heute habe ich einfach eine andere Ehrfurcht vor so einem Lebenswerk. Aber ansonsten ist es wirklich schlimm eigentlich. Was ist passiert in den 30 Jahren? Das ist eine gute Frage. Und 30 Jahre ist auch ein super Stichwort, lieber Knut, denn wir machen hier im Einheitsstream 30 Tage Programm zu 30 Jahren Deutsche Einheit, so wie das in ganz Potsdam passiert. Ja. Die ganze Stadt ist ja hell erleuchtet, überall stehen irgendwelche Kuben und Quader und alle Bundesländer stellen sich hier vor. Man kann ja also auch einen tollen Spaziergang durch die Stadt machen. Aber lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir zu deinem aktuellen Buch kommen, dessen Titel wir ja noch gar nicht verraten haben, einfach mal noch mal so 30 Jahre zurückdenken. Also ich habe es schon, als wir hier angefangen haben, am 4. September erzählt, ich war damals 14, als die Mauer fiel. Das war ja irgendwie abends. Ich war allein zu Hause, meine Eltern waren in Westdeutschland. Ich bin ja in Spandau groß geworden, saß da also in unserem sozialen Wohnungsbau, 6. Stock vor der Glotze, sah das so abends und dachte, ja, jetzt verarschen sie dich. So, dann bin ich irgendwann schlafen gegangen und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe den Fernseher angemacht und das war immer noch so und im Radio war das auch so. Da habe ich es dann irgendwie geglaubt, realisiert natürlich nicht, weil ich war 14, das heißt, ich kannte das gar nicht anders. Ne? Also nach Westdeutschland fahren war an der Transitstrecke lang und immer schön am Kontrollpunkt warten und auf keinen Fall Tonbänder, Kassetten oder Funkgeräte mitnehmen, weil sonst gibt es Ärger, wenn sie dich damit erwischen. Das war so meine kindliche Welt. Du bist einen kleinen Tick älter, aber du warst auf jeden Fall viel wacher und viel erwachsener, als die Mauer gefallen ist. Kannst du dich noch daran erinnern, an den Moment, wo du das mitgekriegt hast? Ja, kann ich, und es ist immer ein bisschen schwierig, weil wird man natürlich oft gefragt, im letzten Jahr haben wir auch schon gefeiert, wir feiern jetzt durch, dass ich das so ein bisschen differenzieren muss, weil man hört dann immer so gerne nur reine Jubelgeschichten. Wie kann ich es erklären? Also ich muss sagen, na klar, hatte ich eine große Sehnsucht nach Reisen, auch nach freien Arbeit. Ich war ja schon Journalist 3 Jahre in der DDR. Aber diese aufregende Zeit, das darf man jetzt nicht vergessen, die war ja schon vorher. Also mit der Wende machte plötzlich Journalismus Spaß, machte es Spaß, für Zeitung zu arbeiten oder fürs Fernsehen, machte Politik plötzlich Spaß. Also es war eine große Offenheit. Und ich habe durchaus in dieser Zeit die Illusion geteilt, vielleicht nicht so ganz naiv mehr, aber doch ein bisschen, es könnte jetzt sozusagen das passieren, was wirklich der Sozialismus hätte sein können, nämlich eine humane, tolerante, offene Gesellschaft der Gerechtigkeit. Diese Utopie schien für einen Augenblick irgendwie greifbar. Und es Willkommen war ja auch in der Bundesrepublik. Ja, genau. Und es war ja auch, es herrscht ja plötzlich auch Demokratie auf Arbeit und so. Nicht? Also darfst du nicht vergessen, das wird man schon vergessen, dass wenn man wieder aufgewachsen ist, ja eine wirklich demokratische Binnenstruktur hat man ja nicht erlebt. Seien vielleicht mal war im Kirchenchor oder eine Gemeinde oder so. Ich glaube, da war es noch anders. Also es war eine ganz wunderbare Zeit des Aufbruchs. Es war auch klar, dass wir reisen können irgendwann. Also das wurde ja auch schon sehr bald gesagt. Und diese Vorstellung war wirklich in der Nacht für mich vorbei. Ich habe das gesehen, ich habe gesagt, ich bin Berliner, leidenschaftlicher Berliner. Ich habe mich gefreut für die Stadt, freue mich immer noch natürlich für meine Stadt, dass die jetzt groß und vereint ist. Aber es war in diesem Augenblick, an diesem 9. November auch völlig klar, so naiv war ich dann doch nicht mehr, jetzt ist es vorbei. Diese Menschen, die da jubelnd und glücklich, natürlich klar, über die Bornholmer Brücke laufen, diese Menschen werden jetzt völlig andere Ziele haben, als das, wovon wir vielleicht noch mal so ein paar Wochen geträumt haben. So war es, das ist der Lauf der Geschichte, aber muss man auch mal erzählen, glaube ich. Ja, finde ich auch gut und ehrlich gesagt, weil du so sagst, ja, man will immer die Jubelgeschichten hören. Nee, will ich ehrlich gesagt gar nicht. Wie gesagt, ich war 14, ich habe das nicht so richtig gerafft und begriffen. Ich kannte meine Tante Inge, zu der sind wir hin und wieder in den Osten gefahren. Ich fand das immer super da, ne, so. Aber ich bin ja auch jederzeit wieder zurückgekommen, wenn ich das wollte, ne? Wenn ich mir vorstelle, irgendwie einer zieht mal eben irgendwie die Idee meines Lebens oder meiner Heimat oder auch meines Heimatlandes unter den Füßen weg, das ist ja ein riesiges schwarzes Loch und ein großes Fragezeichen. Ich gelte jetzt zu den Leuten, ich bin, glaube ich, ein ziemlicher Existenzängstler. Also ich glaube, mir hätte das viel mehr Angst als Freude gemacht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch schwer war, wenn auf einmal, na, das ist ja wie so plötzlich Blackbox, man weiß nicht, was kommt. Also hattest du Ängste? Ja. Na, zumindest wenn man im Journalismus in der DDR gearbeitet hat, gab es ja auch begründete Ängste, sich mal zu überlegen, wie geht das jetzt überhaupt weiter? Ist das eine? Ich hatte auch schon ein Kind, also wir waren eine kleine Familie, das kommt auch dazu. Trotzdem würde ich das, glaube ich, nicht überbewerten. Also es war ja für alle was Neues. Wir wussten, wir brechen alle zu etwas auf, zu etwas Neuem, und die Menschen wollten ja auch was Neues. Auch das muss man ja akzeptieren in dem Augenblick, nicht? Die hatten dann auch genug vom Rumexperimentieren, wollten was anderes. Worüber ich heute oft nachdenke, ist, wie schnell eigentlich so diese Euphorie vorbei war. Also wann das eigentlich begann, vielleicht so Januar 1990, so, als die ersten Betriebe so krachen gingen und Leute arbeitslos wurden, plötzlich ihre Arbeit auch nichts mehr wert war, das, was sie hergestellt haben, auf dem Hof da rumlag und verschrottet wurde. Also wann kam dieser Umschlag? Darüber denke ich oft nach. Und du hast gerade auch so schön gesagt, das große Fragezeichen. Glaubst du oder glaubst nicht, das ist immer noch da? Also dieses große Fragezeichen ist immer noch im Kopf, genau das darüber nachdenken. Wie hast du dort gelebt? Warum hast du so gelebt? Was hättest du vielleicht auch anders machen können? Ich bin damit absolut noch nicht fertig. Und ich weiß, das ist in der nächsten Generation dann natürlich anders. Ist es so? Ich meine, du hast ja gesagt, ihr hattet damals schon ein Kind. Das heißt, also, wie sind deine Kinder, da entspannt mit? Ja, also die sind viel entspannter damit. Ich denke auch darüber oft nach, weil ich würde auch viel mehr erzählen wollen manchmal. Oder auch durchaus auch selbstkritisch. Also es gibt da keinen Grund, irgendwas zu beschönigen an meinem Leben oder überhaupt an der DDR. Aber es interessiert sie eigentlich nicht so sehr. Ich merke das immer wieder. Natürlich sind die Geschichten der Großmutter, hat auch was zu tun mit dem Sprung, schillernder, interessanter, packender, da ist mehr passiert. Warte auf deine Enkel, Knut. Ja, das ist dann genau, erzählt Opa von früher, und dann ist es nämlich wieder super spannend. Ja, das denke ich übrigens auch, dass die nächste Generation vielleicht erst fragt. Notwendig wäre es ja schon. Man kann aus den Erfahrungen was schöpfen und das nachdenken und vor allem vielleicht doch etwas wegkommen von dem, jetzt sind wir hier im Einheitsfeierrausch, aber was so undifferenziert eben wirklich dieses ständige Jubeln auch nur ist. Du hast es völlig zu Recht angesprochen. Es war auch ein Bruch. Es war ja trotzdem der Kontext, weißt du, ob man das nun mochte oder nicht, die DDR. Und die ist mit guten Gründen gescheitert, dass man uns da nicht falsch verstehen, oder schlechten Gründen. Aber trotzdem war es ja der Bezugrahmen. Das war genau der Rahmen, wie du es geschildert hast. Ich war 14, ich habe es nie anders erlebt. Also es war halt irgendwie auch eine Lebensrealität, die von jetzt auf gleich mit einem vorgelesenen Satz plötzlich weg war. Also ich hatte nicht damit gerechnet, aber wie gesagt, nein, wir alle nicht. Ich war 14, ne? Ja. Ich glaube, Schabowski auch nicht, aber das brauchen wir ja nicht thematisieren. Wie ist denn das jetzt 30 Jahre danach? Hast du das Gefühl, die Einheit ist in den Köpfen und Herzen vollzogen? Das ist aber auch jetzt eine schöne Formulierung, die hätte jetzt aber auch aus einer schönen Rede stammen können. Die habe ich mir irgendwo ausgeschnitten. Nee, aber ich finde, da ist ein großer Unterschied, ob das in Köpfen oder in Herzen ist. Nein, ich fand das wirklich gut. Zum einen muss ich vielleicht doch nochmal deutlich sagen, dass ich natürlich absolutes Glück hatte. Also für meine eigene, wenn ich von mir reden darf, Biografie, auch Berufsbiografie, war das ein absoluter Glücksfall. Du warst 14, ich war 30. Na gut, ist ja auch noch jung, ne? Also man konnte völlig neu anfangen. Man war auch noch nicht so belastet irgendwie in dem Gesamtsystem vom Journalismus, dass man nicht noch hätte lernen können. Und das ist auch ein wichtiger Prozess. Wir haben ja alle zusammen gelernt. Ich habe mich damals oft gefragt, ich war dann bei DT64, beim Jugendsender, warum glauben die Leute uns eigentlich? Warum akzeptieren die den Sender und kämpfen die sogar dafür, dass wir bleiben? Das hatte was mit diesem gemeinsamen Lernprozess zu tun, der unheimlich kreativ war. Also für mich war es ein großes Glück, und ich konnte eben 30 Jahre genau das machen beruflich, was ich machen wollte. Auch das hat mit der Wende zu tun. Also ich bin persönlich unendlich glücklich. Aber wenn du nach dieser Einheit fragst, dann muss ich sagen, muss man schon genauer hinschauen. Und da kann ich es nur ganz kurz, jetzt haben wir nicht ewig Zeit, aber sagen, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir Ossis jetzt einfach mehr vorkommen, dass wir präsenter sind. Und ich finde, wir haben uns damit so abgefunden, dass wir eben wirklich nur noch ab und zu aufscheinen und dann sehr gerne auch was Skurriles, Merkwürdiges. Wie habt ihr da so gelebt? Also in die Verantwortung kommen Ossis nach wie vor wahnsinnig schwer. Man könnte da jetzt auch Zahlen nennen. Ich glaube, es gibt noch keine einzige Hochschule, vielleicht Cottbus, glaube ich jetzt, wo ein Ossi-Chef ist oder Präsidentin oder so. 2 Generäle, Botschafter, Goethe-Institute. Also all die Dinge, die auch zur Elite dieses Landes gehören, sind, zum Beispiel, ne, sind absolut nicht durchlässig für Ossis, und das setzt sich fort auch in der nächsten Generation, weil natürlich die Connection nicht da ist, der Stallgeruch ist nicht da. Also ich würde mir das so sehr wünschen, und jetzt kommen wir bitte nicht mit Angela Merkel, sondern es geht ja gar nicht um diese höchste Ebene, sondern es geht um eine Ebene von Verantwortung und um eine Sichtbarkeit. Naja, eine Anzahl von Leuten. Es hilft nicht, wenn da einer irgendwie rumspringt, sondern das muss guck dir mal sonntags den Presseclub an, so eine Traditionssendung, die sehe ich immer seit 30, 40 Jahren. Da sitzt fast nie ein Ossi. Da reden die zwar über alles Mögliche, was auch uns betrifft, aber da sitzt kein Journalist aus dem Osten. Und es gibt hier auch nur sehr wenige von mir hochgeschätzte Journalisten. Jana Simon, Osang habe ich genannt, Diekmann und so. Also es gibt ja so ein paar, Peter Richter, die es wirklich geschafft haben, sozusagen auch zu Meinungsführern zu gehören. Aber es ist eine Handvoll. Viel zu wenig. Wie kommt man da raus aus der Misere? Du sagst, der nächste Generation warten reicht oder hilft in diesem Fall nicht. Ossi-Quote, sage ich ja immer. Aber es geht natürlich auch nicht, weil bis wohin rechtest du dann? Ne? Wer ist alles eine Ossi? Es muss ein Bewusstsein dafür geben, dass man die Geschichten, die Erfahrungen auch wirklich ernst nimmt. Und ich habe immer noch das Gefühl, es ist immer noch so eine Haltung, die ich auch nach 89 erlebt habe, übrigens teilweise ganz gutwillig, wo dann Beamte, Leute herkamen, auch hier in Potsdam, kann ich mich genau erinnern, das waren ja alles keine miesen Typen, die wollten was Gutes, aber sie hatten natürlich so ein bisschen dieses paternalistische Gefühl, jetzt erklären wir euch mal, wie Freiheit ist und so. Also es war eine sehr schnelle Entmündigung. Und ich glaube, davon haben wir uns noch nicht so ganz erholt. Von diesem Gefühl, jetzt erklären wir euch mal die Welt hier. Benehmt euch mal endlich wie... Es gibt ja auch dieses positive Diskriminieren, das kenne ich ja auch seit ein paar Jahren. So, was Jan-Josef Liefers auch immer erlebt hat. Was, du bist ein Ossi? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Du kannst ja sogar ein bisschen Englisch und so. Erlebe ich ja auch immer. Also das ist ja genauso doof. Knut, du kannst ja auch ein bisschen Englisch. Ja, ich habe jetzt... Ja, du interviewst ja auch große Filmschauspieler und Regisseure. Und ein bisschen Russisch sogar noch. Englisch. Und noch ein bisschen Russisch. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So, du hast gerade schon große Journalisten genannt, die aus dem Osten kommen. Ja. Ich würde dich da mal einreihen wollen. Du bist sehr lieb von dir. Ja, und ich meine es ernst, weil von den 30 Jahren, in denen du machen konntest, was du wolltest in deiner journalistischen Karriere, haben wir also innerhalb von 20 Jahren, 13 Jahre lang uns im Radio 1 Studio immer die Klinke in die Hand gegeben, weil wir mit unserem Multimedia-Quatsch direkt nach deinem Kinoquatsch kamen. Ne? So, Daniel und ich mit Escape. Da haben wir uns eigentlich immer getroffen auf dem Samstag. Jetzt wollen wir aber nicht über unsere Radio-Vergangenheit reden, sondern so ein bisschen über deine Autorengegenwart. Wir haben schon gehört, das neue Buch ist in der Mache. Im März kommt es raus, aber du hast ja ein aktuelles Buch draußen. Und das heißt, ich halte es jetzt mal hoch, Der Canaletto vom Prenzlauer Berg. Ich halte es mal kurz so ein bisschen Richtung Fenster. So sieht das Buch aus. Sie da draußen können sich gleich am Büchertisch kaufen, danach noch signieren lassen oder auch näher angucken. Hier für den Stream, Einheitsstream, halte ich es mal ganz kurz in die Kamera 1. Ist jetzt nicht so, als hätten wir noch eine Kamera 2 und 3, aber ich halte es mal in die Kamera 1. Jetzt habe ich dazu diverse Fragen. Also ich musste natürlich auch mal recherchieren, aber ich bin ja Journalist, so kann sich ja jeder nennen, ich kann das. Der Canaletto ist eigentlich Bernardo, Francesco, Paolo, Ernesto Bellotto und der ist im Jahr 1722 in Venedig geboren und hat sogenannte Veduten über eben viele italienische Städte gemalt, Fotos ging ja noch nicht, und eben auch über Städte wie Dresden, Wien und Warschau. Also das war der Canaletto sozusagen in dem Fall von Venedig, ja, und der hat quasi das, was man heutzutage wahrscheinlich mit Fotografie oder 3D-Zeichnungen einfach mal so am Schreibtisch machen würde, in mühsamster Malereiarbeit im 18. Jahrhundert von Hand machen müssen. Wieso heißt dein Buch jetzt Der Canaletto vom Prenzlauer Berg? Sehr gute Frage, gleich noch als Ergänzung, es gibt sogar zwei. Also wir vereinen zwei unterschiedliche Maler unter dem gleichen Namen, Canaletto. Einer war der Onkel, das andere der Neffe, Bellotto hieß der eigentlich. Und dieser Dresdner Canaletto, der uns ja besonders vertraut ist, nicht durch den schönen, berühmten Canaletto-Blick, das ist eigentlich Bellotto. Aber wir nehmen es immer zusammen als Canaletto. Die sind auch sich sehr ähnlich, weil sie in der Tat Stadtansichten gemalt haben. Und zwar ganz genau, also minutiös. Teilweise wahrscheinlich sogar mit einer Kamera Obscura gearbeitet haben, also mit so einem kleinen Loch. Und dann hat man die Spiegelung gehabt. Also man staunt ja heute noch, wie die... Also die haben eigentlich abgepaust, ja? Haben abgepaust, genau. Und zum Beispiel die Zerstörung von Warschau haben wir alle vor Augen, wie schrecklich die Stadt zerstört war von den Nazis. Der Wiederaufbau der Stadt, was die Polen so wunderbar gemacht haben, ist durchaus auch angeleitet von diesen Gemälden, weil man die so genau nachbauen konnte. Dresden hätte man es auch machen können, hat man es ja leider nicht. Ja. Aber damals. Aber das sind zwei große... Stadtmaler. Und Konrad Knebel ist ohne Frage der bedeutendste lebende deutsche Architekturmaler und er hat sich genauso wie die beiden Canalettos konzentriert auf dieses Feld. Also er hat sich absolut konzentriert auf Architektur, gibt ein paar Landschaftsgemälde, auch sehr schön, aber im Wesentlichen ist es die gebaute Wirklichkeit, die ihn immer fasziniert hat und das war bei denen auch, er selber findet, er ist ein sehr bescheidener Mann, diesen Titel auch nicht besonders gut. Also er würde sich nie vergleichen mit Canaletto, muss er jetzt mitleben. Dafür bist du jetzt da und jetzt steht es da, ich hätte beinahe gesagt schwarz auf weiß, aber steht da rot auf grau. Konrad Knebel jahrzehntelang im Prenzlauer Berg in seinem Atelier, bis er weggentrifiziert wurde. Auch so eine schöne Geschichte. Ne? Ja. So, da vergrault man mit irgendwelcher, Aufwertung von Büroflächen irgendwie so ein Urgestein aus seinem Atelier. Viele seiner Zeichnungen und Gemälde zeigen eigentlich seine Nachbarschaft. Ne? Ja. Also er hat sich jetzt nicht den weiten Weg gemacht, irgendwo lang hinzureisen, sondern er ist im Prenzlauer Berg vor die Tür gegangen, hat gesagt... Malig, ja. Ist richtig. Also er kommt aus Leipzig übrigens, auch mal interessant. Viele große Berliner Künstler kommen ja gar nicht aus Berlin. Heinrich Zille zum Beispiel war Sachse. Ne? Das haben die Berliner gar nicht so gerne, aber es ist so. Bei ihm ist ähnlich, er ist in Leipzig geboren, man hört sogar noch ein bisschen, hat dann in Berlin aber Kunst studiert und hat in der Tat einen ganz genauen Blick für seine Umgebung. Und er hatte fast so den Drang, jedes einzelne Haus zu malen im Prenzlauer Berg. Er hat nicht nur dort gemalt übrigens, auch in Dresden, in Leipzig, in Rostock, auch in anderen Berliner Bezirken, auch in Schöneberg zum Beispiel. Aber Prenzlauer Berg, da lebt er heute noch. Also im Haus, die Wohnung hat er noch, das Atelier hat er verloren, aber er ist oben noch in der Wohnung, hat da jetzt ein Zimmer umgewandelt zum Atelier, ist da ganz unglücklich, weil das Licht, das kann ich dir stundenlang erklären, man sieht das als Laie gar nicht. Also da unten kam das Licht genau von der richtigen Richtung, hier sind Bäume, das Licht ist grün. Sehen Sie das nicht, dass es grün ist? Nee, aber es ist schlimm für ihn. Nein, ist ja auch so. Aber das ist tatsächlich sein Lebensraum, das ist seine Welt, das ist, da atmet er und da macht er Spaziergänge und zeichnet nach wie vor übrigens, er ist nach wie vor künstlerisch tätig. Ist fast auch nicht mehr der Jüngste, wollte ich gerade sagen. So, Knut, jetzt musst du mir mal eins erklären. Warum dieses Buch? Haben dich die Bilder begeistert oder der Mensch hinter den Bildern? Ja, also ich denke, das ist schon beides, aber zuerst beim Künstler ist ja immer das Werk, klar. Und das kannte ich auch schon, also es war jetzt für mich keine Neuentdeckung. Knebel war in der DDR durchaus ein anerkannter Maler, also es wäre jetzt falsch zu sagen, dass er so ein Nischenmaler war. Man kannte ihn, seine Bilder hingen auch in Galerien, Kunstausstellungen. Er hatte durchaus einen Ruf und ich kannte diese monumentalen Bilder so von alten Berliner Häusern, die ich ja sowieso aus dem eigenen Erleben kannte. Ich bin ja aufgewachsen, um die Ecke bei ihm eigentlich. Also ich habe ihn immer sehr bewundert, habe ich sowieso immer für bildende Kunst sehr interessiert, hat ja auch was mit Film zu tun, auch erzählen durch Bilder nicht. Und dann kam ich übrigens, du hast das Atelier erwähnt, durch einen Artikel von einer sehr tollen Schriftstellerin, Annette Kröschner, die ja auch so eine Chronistin ist von Berlin. Die hatte einen Artikel geschrieben darüber, dass er aus dem Atelier raus muss. 2012 war das. Genau, und da bin ich aufmerksam geworden, dachte, Mensch, den gibt es ja noch und so. Er war dann auch mal bei einer Veranstaltung, die ich gemacht hatte über Käthe Kollwitz, habe Kontakt aufgenommen, weil ich ein Bild kaufen wollte von ihm. Und dann ist diese Idee entstanden, weil er doch, ja, vergessen ist er unter Kunstkennern, glaube ich, nicht, aber nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, er war am Anfang auch skeptisch, er wusste, es macht viel Arbeit und da kommt da mal jemand und dann werden Bilder reproduziert. Wir haben fast alles neu selber reproduzieren lassen, ganz toll geworden, finde ich. Und er hat aber jetzt zum Schluss mal gesagt, irgendwann zu seiner Tochter, das hat mich sehr gerührt, es ist jetzt so das Altersgeschenk für ihn. Oh, toll. Also, das hat, ja. Und du hast gesagt, du wolltest ein Bild kaufen und ich glaube, das ist dieses hier, ne? Das ist es, genau. Ich halte das jetzt nochmal ganz kurz in die Kamera 1 und du kannst ja ein bisschen was über dieses Bild erzählen, auch warum du dir ausgerechnet das gekauft hast. Ja, also das war unheimlich kompliziert, dieser Prozess des Bildkaufens, weil wenn Sie so ein bisschen Künstler kennen, noch dazu, wenn Sie so betagt sind, also die trennen sich auch nicht mehr gern von ihren Werken. Ich hatte so das Gefühl, ja klar, er muss auch von leben und dann wollte er nicht und dann doch. Also es hat immer ewig gedauert, bis er bereit war. Dann habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden. Er hat schon noch ein paar schöne Bilder dort. Dieses hier ist die Straße, in der er wohnt. Das ist die Pasteurstraße, ein bisschen weiter hoch ist dann sein Wohnhaus. Das sind so Schulgebäude, sehr schön, hat so was Holländisches, finde ich, ne? Diese Backsteine. Sind so zwei Gebäude gegenüber. Und was ich hier so schön finde an dem Bild, wer sich ein bisschen auskennt noch in der DDR, diese Häuser gehörten ja alle der kommunalen Wohnungsverwaltung, die mit dem Verwalten überhaupt nicht hinterherkamen. Das heißt, jeder machte, was er wollte. Das sieht man hier so schön. Jeder hat hier seinen Balkon irgendwie angestrichen in verschiedensten Farben. Wäre ja heute undenkbar. Ja, ich glaube, ich sehe da einen leichtes Pastellgrün und unten in Rosa. Ne? Genau, genau. Also das wäre heute nicht möglich. Das war ein Kohlenplatz davor, da ist jetzt ein Spielplatz, da stehen schöne Bäume, also diesen Blick gibt es so gar nicht mehr. Ja. Der ist übrigens von der Sichtweise her sehr typisch für ihn, immer so etwas auf Augenhöhe. Wir stehen bei fast all seinen Bildern auf der anderen Straßenseite und schauen in der Höhe unserer Augen auf diese Bauten. Ich finde es auch so toll, weil es so wunderbar plastisch ist. Es hat so eine bauliche Wirklichkeit fast. Und ich kann noch erzählen, was vielleicht ganz lustig ist, es gibt einen Mann, der kennt sich da super aus mit Knebel, hat einen Katalog gemacht, Dr. Arndt, können Sie auch bestellen, Ahrens, ein ganz, ganz toller Mann, ganz toller Katalog, der hat rausgefunden, es gibt zwei Fassungen von diesem Bild. Nein. Eine Fassung gilt als misslungen im Augen des Künstlers. Ich weiß nicht, welche ich habe. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Ich habe mir beide Bilder, also die Reproduktion angeschaut. Ich habe aber nicht gefragt. Ich will es ja nicht wissen. Ja, nachher ist es deins. Genau. Ah. Also bleibt es jetzt erstmal so einer Waage, Schwebe. Ja, verstehe. So. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man in so einem Zusammenhang fragt, was man investieren muss für so ein Bild, vielleicht eher nicht, aber ich würde gerne wissen, wo hängt es denn bei dir? Es hängt bei mir, wenn du reinkommst, gleich, also ja, in der Veranda, wenn man so will, im Flur, da, dort hängen sowieso ein paar Bilder, also ich habe eine Reihe von Bildern, jetzt keine mega super... Also kein Picasso oder so ein Quatsch? Kein, naja, eine Lithografie, ja, ja. Aber gut, aber ich habe zum Beispiel, wenn du jetzt nach Bildern fragst, sehr, sehr schöne, wirklich eine kleine Sammlung von Mona Höcke. Mona Höcke ist eine Brandenburger Künstlerin, lebt in Cottbus, die ich sehr verehre, die sehr viel mit Schrift arbeitet, sehr abstrakt, also sie verbindet so Schrift und ihre grafische Kunst ist wunderbar und sie hat mir auch versprochen, wenn sie mal so berühmt wird, wie in Baselitz oder so, die ersten Sammler bekommen die Bilder immer, es war wirklich so, auch bei den Großen, zum alten Preis. Okay. Auf diesen Augenblick warten wir noch. Genau. Aber es ist wirklich wert. Sie hat auch den Brandenburgischen Kunstpreis schon bekommen. Die sammle ich. Und ich habe auch ein Bild, wenn ich das auch noch verraten darf, von Karl Friedrich Claus mal gekauft, zu einer Zeit, als er noch nicht ganz so teuer war. Und dann sage ich meinen Kindern immer, das ist eins, was Papa euch wirklich an Wert hinterlassen kann. Streitet euch um dieses Bild. Dieses ist jetzt dazugekommen. Das ist na klar. Also Knebel ist natürlich auch was wert. Es haben übrigens jetzt ganz viele Leute aufs Buch reagiert, wenn ich kurz erzählen darf. Ja. Ich habe jetzt Mails bekommen, wo eine Frau sagt, ich habe von meiner Mutter so eine Berliner Stadtansicht geerbt, jetzt weiß ich erst, dass das ein Knebel ist und wie toll. Und habe ich ihm dann geschickt, das Bild, er hat sich sehr gefreut. Freut sich immer, wenn er weiß, wo seine Bilder sind. Klar, naja, hast du ja erzählt. Und je älter die Künstler werden, desto kauziger werden sie, auch wenn es darum geht, wo ist dann eigentlich meine Kunst gelandet. Weil, kann ich mir auch gut vorstellen, da steckt Liebe, Herzblut drin und eine Idee. Da will man ja auch nicht, dass das irgend so ein Arschloch an der Wand hat, um es mal ganz platt zu sagen. Ne? Man will ja wissen, wie die Bilder hängen. Also man ob das Licht stimmt oder grün ist. Das Licht stimmt, genau, zum Beispiel. Okay. Knut, es ist ein Bildband, aber kein reiner Bildband, sondern du hast hier sehr, sehr viele Bilder drin von Konrad Knebel, aber dazu auch sehr viel Wort von dir. Ja. Ne? So. Vielleicht sollten wir mal ein Stückchen dich lesen lassen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die den Einheitsstream gucken oder auch, meine Damen und Herren, da vorne auf der Straße hier ein Gefühl dafür kriegen, was ist es eigentlich für ein Buch? Weil du hast ja schon gesagt, in deinen Büchern versuchst du immer darauf zu achten, so zu schreiben, dass das dem gesprochenen Wort nahe kommt. Also insofern sollte es dir ja leicht fallen, es selber zu lesen. Jetzt hängst du die Latte aber hoch, wenn ich jetzt einmal stolpere, aber gerne. Also ich fange mal mit dem Anfang an, lese Ihnen da gerne ein bisschen was vor über Konrad Knebel. Die Häuser auf den Bildern des Berliner Malers Konrad Knebel sind Überlebende. Sie überstanden den Lauf der Zeit, den Krieg, die Vernachlässigung und Verwahrlosung, die Abrisswellen, die Entkernungen, die radikalen Sanierungen. Ich finde es übrigens super, also über so ein Buch zu reden, was mit Stadtlandschaften zu tun hat und von lebendiger Architektur erzählt und das in so einer schönen, lebendigen Straße. Super. Mir waren Knebels Gemälde schon in der DDR vertraut. Ich sah sie in Ausstellungen, Galerien, in Zeitschriften. Diese bewohnten oder leerstehenden Mietshäuser beeindruckten mich mit ihrer Würde als einsame Zeugen einer vergangenen Zeit. In dieser Bilderwelt wuchs ich auf, im Prenzlauer Berg der 60er Jahre, einem aufgegebenen, teilweise zum Abriss vorgesehenen Gebiet. In diesen Straßen hatte ich gespielt, vor den meist schrundigen, bröckelnden Fassaden, an denen noch rätselhafte Inschriften wie Kolonialwaren zu lesen und Einschusslöcher zu erkennen waren. Siehst du mal, wie alt ich noch inzwischen bin. Die Gründerzeitarchitektur schlug in meiner Kindheit in der DDR allgemeine Verachtung entgegen. Sie galt ausschließlich als Relikt einer überwundenen Epoche der Ausbeutung und Unterdrückung, in der man einen Menschen mit einer Wohnung wie mit einer Axt erschlagen konnte, nach einem viel zitierten Ausspruch des Zeichners Heinrich Zille. Manche Lehrer meiner ersten Schule in der Heinrich-Roller-Straße, also auch im Prenzlauer Berg, in einer vergleichsweise gut erhaltenen Gegend schmähten im Unterricht diese kapitalistischen Mietskasernen. Auch meine Eltern, immerhin mit einer großen, trockenen Wohnung mit Innen-WC in der Windstraße versorgt, suchten nach einem Weg, den in ihren Augen rückständigen und düsteren Bezirk schnell zu verlassen. Für mich war es der natürliche Lebensraum, eine aufregende, unübersichtliche, unergründliche Welt mit abblätternden Stuckfassaden, angeschlagenen Skulpturen, Säulen und Sockeln, stillen Höfen, überraschenden Perspektiven, Durchbrüchen, Übergängen, kleinen dunklen Läden und vermauerten Schaufenstern. Ich bewunderte die Gemälde von Knebel schon in meiner Schulzeit, weil er genau die alten Häuser, die vertraute und geliebte Stadtlandschaft meiner Kindheit in ihr Recht setzte, weil er zum alleinigen Gegenstand seiner Kunst erhob, was zum Niedergang verurteilt war. In Kunstdingen völlig unerfahren, erstaunte mich doch, dass dieser Mann Werke schuf, die so gar nicht in die optimistische Welt der staatlich gefeierten Maler passten, zu diesen heroischen Epochenbildern mit den heldenhaften, aufbaufreudigen Arbeitern, den aufblühenden Städten, bewohnt von neuen, vorbildhaften Menschen. Das Stadtzentrum wurde in jenen Jahren umgepflügt. Die Reste des historischen Berlins verschwanden, um einer großflächig geplanten Architektur Platz zu machen. Vom Balkon meiner Wohnung in der Windstraße beobachteten wir das Entstehen des Fernsehturms, ein Betonstumpf zunächst, der in schwindelerregende Höhen wuchs, in der schließlich die Riesenkugel montiert wurde. Der Fernsehturm, ursprünglich für einen Standort am Stadtrand vorgesehen, wo er meiner Meinung nach besser hingepasst hätte, wurde in das Zentrum gepflanzt, als auftrumpfendes Symbol für den endgültigen Abschied von der alten Mitte. Unberührt vom Zeitgeist, von Moden und von Strömungen, durchforschte indessen der Maler Konrad Knebel die baulichen Hinterlassenschaften, Straße für Straße, Haus für Haus. Er schuf einen ganz eigenen Bilderkanon des Vergangenen, der kunstwürdigen Alltäglichkeiten, der mich mit Dankbarkeit und mit einer gewissen Rührung erfüllt. Knebels Bilder lösen in mir eine Flut von Erinnerungen aus. Selbst die Gerüche von Braunkohle, modrigen Kellern und Eckkneipen steigen wieder auf. Diese verschlissenen, geschundenen, vernarbten Gebäude, diese Straßenfluchten und Plätze, die alten Bahnstationen, die in Baulücken gesetzten Wellblechgaragen und Bretterverhaue, diese dunklen, feuchten Hauseingänge malt Knebel ohne jeden Anflug von Nostalgie und mit größter Genauigkeit. Er fühlt sich ganz der realen Architektur verpflichtet, hat dabei aber nichts Pedantisches. Sein freier, entschlossener, persönlicher Strich, mit dem er das Gemäuer schöpferisch durchdringt und das Licht auf den Fassaden leuchten lässt, macht bei aller Detailtreue aus den Häusern vergangener Epochen immer auch Knebelbauten. Seine große Kunst stemmt sich gegen den Verfall, sie ist ein Innehalten inmitten der Erosion. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen was zeigen. Du machst das so schön. Das mache ich. Ja, genau. Ja, das ist sowas, da sieht man nämlich auch gut, wie gezeichnet und dann gemalt wurde. Ich halte es nochmal in die Kamera 1. Danke dir sehr. Also er hat einen Riesenberg von Zeichnungen zu Hause, die für ihn gar keine Bedeutung haben. Also künstlerisch sind die für ihn wertlos, was gar nicht stimmt. Wenn Sie mal hinschauen, es ist fantastisch. Es ist ein großartiger Grafiker. Also allein mit welcher Sicherheit, mit wenigen Strichen die Straßensituation erkennbar wird, ist großartig. Und das hat er auch früher so gemacht, auch schon zu DDR-Zeiten, auf der Straße gezeichnet, erst im Atelier gemalt. Er hätte nie auf der Straße gemalt, mit Farben. Und diese Zeichnung habe ich ihm mehr oder weniger, wie man so schön sagt, aus dem Leib geleiert. Also ich hatte mir den doch geschenkt, weil ich mich nicht entschließen konnte. Ich hätte auch gerne das Bild gekauft, was er danach gemalt hat. In der Straße hat mich meine Oma gewohnt, viele, viele Jahre. Es war die erste Wohnung, in der ich sie so erlebt habe. Also auch dem bin ich sehr verbunden. Aber diese Straße, das sieht da heute völlig anders aus. Aber er malt es immer noch so. Er kann anhand dieser Zeichnungen den alten Prenzlauer Berg ganz großartig rekonstruieren. Und das bewundere ich auch sehr an ihm. Also jetzt hast du ja gerade schon gesagt, er rekonstruiert den alten Prenzlauer Berg. Mag er den neuen? Du hast ja mit ihm gesprochen oder fühlt er sich da fremd? Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte das eigentlich am Schluss, aber da das jetzt genau die Frage ist, würde ich jetzt tatsächlich mal so die Chronologie durchbrechen und Ihnen den Schluss vorlesen des Buches, weil genau die Antwort da kommt, auf die sehr wirklich wichtig ist. Sie sehen, wir haben die Chronologie dieses Gesprächs minutiös im Vorfeld geplant. Absolut, absolut. Also lese ich jetzt den Schluss vor. Also das Text ist halt, das Buch geht ja dann noch weiter. Knebel ist ein genauer Chronist der Umbrüche, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zwischen den noch nicht sanierten Häusern auf seinen Bildern stehen bunte Werbetafeln wie erste Boten der neuen Zeit. Seine Gemälde zeigen die Renovierungsarbeiten hinter Planen, die den Umbau verbergen. Die Bauverhüllungen schaffen auf den Gemälden einen verfremdenden Reiz inmitten des Gewohnten, als hätte Christo diese Mietshäuser verpackt. Wenn die Vorhänge fallen, werden sie den Blick auf polierte Fassaden freigeben, auf einen verwandelten, edlen Prenzlauer Berg, den Knebel nicht mehr malt. Was hält Knebel vom heutigen Prenzlauer Berg nach den Rundumsanierungen des gesamten Bezirks mit leuchtenden Fassaden und falschem Stuck, mit edlen Geschäften und Restaurants, mit Penthäusern und neuen Balkonen? Er habe überhaupt nichts gegen diesen Umbau des Prenzlauer Bergs. Es musste schließlich etwas geschehen, sonst wäre hier alles zusammengestürzt, sagt er. Nur interessiere ihn das als Künstler überhaupt nicht. Was ihn fesselte, die Spuren der Vergangenheit seien ausgelöscht. Dann sagt der Mann, der auf die 90 zugeht, mit einem verschmitzten Lächeln, wir müssen jetzt einfach warten, bis das alles wieder alt geworden ist. Das ist, glaube ich, die gute Antwort auf das, das was du gefragt hast. Ne? Da warten wir halt einfach mal ein paar zig Jahre. Knut, jetzt habe ich ja gerade gefragt, wie denn der Herr Knebel den Prenzlauer Berg, wie er heute ist, findet. Du als jemand, der da groß geworden ist und ja offenbar auch noch sehr an diesem alten Prenzlauer Berg hängst, weil er eben verbunden ist mit diesen ganzen tollen Erinnerungen und eben auch so Sachen wie diesen Gerüchen aus der Kindheit. Ne? Das ist so toll, wenn man sieht was und auf einmal riecht man auch was dazu, obwohl es gar nicht da ist. Oder andersrum. Ne? So. Wie findest du denn den neuen Prenzlauer Berg? Eigentlich geht es mir wie ihm. Also ich bin auch jetzt klar, irgendwie auch ein Nostalgiker und auch vielleicht ein bisschen Melancholiker, da treffen wir uns, glaube ich, ein bisschen. Und mir geht es, wie du gerade so schön sagst, Gerüche sind ja auch so Schlüssel zur Erinnerung. Oder ich wohne jetzt wieder in der Windstraße, wenn von der Emanuel-Kirchstraße, da ist ja die Kirche auch, wenn der die Glocken läuten am Sonntag oder so, dann denke ich daran, wie mein Vater den Badeofen heizte. Das war damals so, wenn man Bahn gehen wollte, erst mein Bruder, dann ich, im selben Wasser. Aber ich wurde eben geheizt. Das war ja alles schön. Also das, ich habe eine große Bindung und erinnere mich sehr daran, wie geheimnisvoll und besonders er war. Ich weiß aber auch, und das muss man auch einräumen, wenn es nicht so gekommen wäre, gäbe es den Prenzlauer Berg gar nicht. Es gab auch schon Abrisspläne. Man hat einzelne Straßenzüge sehr schön saniert, manche sehr lieblos, Stuck abgeschlagen, wie im Westen auch. Also es hätte diesen Prenzlauer Berg nicht gegeben, und ich finde es natürlich grundsätzlich schön, dass die Fassaden leuchten und dass man überall schön essen kann und Kaffee trinken kann. Aber ich bedauere wirklich sehr, und ich finde, das ist eine Tragödie fast, wie sehr sich das Milieu verändert hat. Also wir wären alle, die wir jetzt da leben, wären alle auf einen Schlag vollkommen alt sein, weil es eine Generation jetzt nur noch ist, die da wohnt. Ne? Es sind keine alten Leute mehr da, keine ganz alten, die sind verdrängt worden, die können sich die Mieten nicht mehr leisten, ja, sind unsichtbar geworden, wenn es sie noch gibt. Also diese besondere Mischung, die den Prenzlauer Berg zu meiner Zeit so interessant machte. In unserem Haus wohnt ein Malermeister, eine berühmte Schauspielerin, eine Fernsehansagerin, aber auch ein Bäcker oder so. Also man lebte doch anders mit den sozialen Schichtungen. Und ich glaube, dass es für den Professor gut ist, wenn er nebenan eine Putzfrau hat, und für die Putzfrau vielleicht auch, wenn die miteinander reden und die nicht nur die Bude bei ihm putzt, sondern man gleichberechtigt auf dem Flur sich trifft. Ja. Also das vermisse ich wirklich sehr. Es ist eine Monokultur geworden. Es lebt nur noch jeder Achte, glaube ich, in der Wohnung, in der er vor der Wende gelebt hat. Also das ist einfach schade, dass sein ganzes Milieu verschwunden ist. So. Also hoffentlich eine differenzierte Antwort. Ja, sehr differenziert. Sehr lang, und nee, alles gut, wir haben ja Zeit, das ist ja das Schöne, das ist ja eben nicht Radio, ja, lieber Knut, wir sind ja, hier, um zu quatschen, beziehungsweise ich bin hier, um dich auszufragen. Ja, gibt es noch ein Stück, das du noch lesen möchtest? Ja. Weil du blätterst ja schon wieder in den Texten. Ja, ich suche gerade eine bestimmte Stelle. Weißt du, wir hatten natürlich eine riesen Buchpremiere geplant mit Herrn Knebel im Märkischen Museum. Im Märkischen Museum in Berlin, wenn Sie da mal hinkommen, hängt ein Gemälde von ihm in einer Dauerausstellung, und zwar ist es ein Mauerbild. Das ist vielleicht auch interessant. Die Mauer war in der DDR ein absolutes visuelles Tabu. Sie taucht auch in Spielfilm später nicht mehr auf, am Anfang ja, Spielfilm nicht mehr wirklich auf, nur noch indirekt. Sie durfte nicht fotografiert werden, sie durfte nicht gemalt werden. Und da hat er auch eine andere Methode gehabt. Da ist er hingegangen und hat sich das eingeprägt. Mehrere Tage hintereinander hat sie sozusagen Abschnitt für Abschnitt eingeprägt und hat schon zu DDR-Zeiten sehr eindrucksvolle Mauerbilder gemalt. Das, aber war das nicht gefährlich, das zu tun? Weil eigentlich ging es ja, also es hieß ja immer irgendwie, man darf keine Fotos machen, weil man könnte ja ausbaldowern, wie man da irgendwie das Sicherheitsnetz durchbricht. Darum hat er ja nicht aber fotografiert. War das wirklich der Grund, oder ging es auch darum zu sagen, wir wollen eigentlich nicht so gerne Bilder von dem, was euch vermeintlich einsperrt? Man wollte natürlich auch die Stadthälfte Berlin, Ostberlin, als eine eigenständige Stadt, Hauptstadt der DDR, zeigen, in der Tat. Übrigens hat er dort auch interessant fast nie Sehenswürdigkeiten gemalt. Also man hätte ja auch im Prenzlauer Berg, da gibt es ja auch einige Wahrzeichen, die tauchen seinen Bildern nicht auf. Der Fernsehturm im Bau, und einmal auch, habe ich entdeckt, etwas später noch, aber es gibt im Prinzip nur die Normalität des Alltags, finde ich ganz toll. Und dazu gehörte für ihn als aufrichtiger Künstler auch die Mauer, die die Stadt zerschnitten hat. So sehen diese Bilder auch aus. Und dort wollten wir eben eine schöne große Buchpremiere machen, haben uns schon riesig gefreut. Das wurde dann abgesagt. Es war auch richtig, damit mich hier niemand falsch versteht. Er war da 88. Und ja, trotzdem schade. Ne? Ja, klar, musste sein, aus Sicherheitsgründen, wegen Corona-Maßnahmen, klar. Ja. Und ich meine, mit knapp 90 ist er Risikogruppe. Absolut. Ja. Er war auch, ich habe es im Nachhinein dann auch gehört, er war durchaus erleichtert, er wäre gekommen aus Dankbarkeit, weil er eben doch sehr sich gefreut hat, dass es das Buch gibt. Aber es war richtig, und trotzdem hat das Buch so eine kleine Geschichte, und es sind besprochen worden. Wir sitzen jetzt hier, dankenswerterweise, reden drüber. Es ist ja wichtig, dass es das Buch überhaupt gibt und dass man seine Bilder wieder wahrnehmen kann. Naja, und das Gute ist ja auch, so ein Buch ist ja nicht morgen weg. Ne? Und ich meine, auch wenn Corona ist, wir gehen ja auch stramm auf die Weihnachtszeit zu. Ja. Und man sucht ja immer mal ein Geschenk für die Lieben. Ne? So, es ist ein sogenannter Longseller. Ein Longseller. So wie der Struffelpeter, der verkauft seit 150 Jahren immer wieder neu. Ne? Ja. Ich suche immer noch die Stelle. Die der Struppelpeter vom Prenzlauer Berg. Vielleicht hättest du mit dem Titel mehr erreicht. Von den Haaren her wäre es jetzt nicht ganz hingekommen beim werten Herrn Knebel, dem ich nicht zu nahe treten will. So strubbelig ist er nicht. Es ist vielleicht noch ganz interessant, wenn du noch ein bisschen was zeigen magst. Am Anfang passten diese Bilder übrigens noch ganz gut in das offizielle Kunstbild, auch der Stadt. Also man interpretierte die so, weil es gibt auch Bilder am Anfang, wo man sieht, wie Häuser so abgerissen werden und da drehen sich Kräne, da werden neue Häuser errichtet. Das gibt es ja am Anfang durchaus und da hat man ihn sozusagen benutzt und hat gesagt, er ist eben der Chronist dessen, was verschwinden muss. Nicht die alte Stadt muss weg, die ist ein Überbleibsel des Kapitalismus. Er zeigt die alte Stadt, die verschwinden muss. Er hat sich darüber sehr geärgert. Also irgendwann merkte er, dass er da ausgebeutet wird, gewissermaßen, denn darum ging es ihm gerade nicht. Er wollte ja bewahren und es tat ihm sehr leid. Er hat mir auch mal erzählt, er hat dann irgendwann so schnell gemalt, immer wieder hin, weil er das Gefühl hatte, dass er nicht mehr hinterherkommt. Die Häuser wurden gesprengt, auch da, wo ich gewohnt habe als Kind, wurde unheimlich viel abgerissen. Und deshalb habe ich manche seiner Bilder dann auch empfunden wie so ein Requiem. Ein Requiem für ein Haus, habe ich eins genannt. Er selber würde sowas nie machen. Er ist viel zu nüchtern eigentlich und mag das nicht. Wie es Künstler oft nicht mögen, wenn sie etwas interpretieren sollen. Man kann mit ihm stundenlang reden über Licht, über Farben, über Materialien, aber nicht über Inhalte. Inhalte sind unsere Sache, wie wir uns anschauen. Da würde er auch nicht widersprechen, das ist völlig klar. Du bist gerade noch schön am Blättern. Ja. Ich habe ein Bild gefunden, was mir auffällt, weil ich sehe auf allen anderen Bildern Gebäude, Architektur, Strukturen und hier sehe ich Familie. Ja. Ist es seine Familie? Ja. Ist es deine Familie? Nein. Wessen Familie ist denn das? Das ist ganz hübsch. Das hat ein Freund von ihm gemalt. Das ist nicht von ihm. Das ist ein Familienbild, was damals in der DDR auch in einer Kunstausstellung hing. Das ist seine Familie. Die sitzen alle sehr eng auf dem Sofa und die sind alle auch noch da. Hat drei Kinder, die sich sehr intensiv um ihn kümmern. Und das Bild zeigt so eine schöne Nähe, ne? Also dieser Familie. Ist eine, also ich meine, die haben in einer relativ kleinen Wohnung, wie es an der DDR oft war, wirklich sehr, sehr rührend und liebevoll miteinander Umgang gepflegt. Und dieses Bild habe ich mit reingenommen, weil es eben etwas, ich glaube, etwas erzählt von seiner Familie und von dem, was ihm sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein Leben voller Beständigkeit, wie Maler übrigens ja sehr oft. Ja. Ne, so eine Ruhe haben, jeden Tag ins Atelier gehen, jeden Tag gemalt. Deshalb ist er auch so alt. Vermutlich. Aber lass mich eine Sache mal nachfragen. Er war ja schon, hast du ja gerade gesagt, auch zu DDR-Zeiten Maler und kein Unbekannter. Er war es nach der Wende auch, ist es bis heute, auch wenn er jetzt nicht ständig in irgendeiner Boulevardzeitung auftaucht oder so. Konnte er, weißt du das, ich sag mal vor der Wende besser oder schlechter von seiner Kunst leben, als er das jetzt tut? Also wie war das für einen Künstler, auf einmal nicht mehr ein System zu haben, auf das man sich ja irgendwie verlassen hat? Ja. Also er konnte von seiner Kunst leben, nicht üppig, meine drei Kinder. Ne? Sonst hätte er sein Atelier noch. Ne? Ja, zum Beispiel hätte er kaufen können. Ja. Nein, aber er konnte davon leben. Aber was er gemacht hat, übrigens ist das ja heute gar nicht anders. Viele Künstler müssen ja auch noch was nebenbei machen. Also er hat zum Beispiel eine Zeit lang so einen Zeichenzirkel geleitet in einem großen Betrieb, so Tiefbau. Da ist ein Bild entstanden, was ich gesehen habe, was gar nicht so schlecht ist. Also die Zirkelteilnehmer waren jetzt nicht alle irgendwie jetzt, völlig unbegabt, sondern er hat sie auch gut angeleitet. Aber er konnte verkaufen. Es gab auch schon damals Sammler, die sich für ihn interessiert haben, so wie es die auch heute gibt. Man konnte sicherlich jetzt nicht damit wirklich sehr reich werden, was nicht mit seiner Art des Malens, aber er konnte davon leben auf jeden Fall. Und er wusste auch, dass er natürlich einen ganz bestimmten Bereich bedient, eine bestimmte Sicht, ein Genre bedient, das jetzt nicht so wahnsinnig viele andere gemacht haben. Es gibt noch so Butzmann zum Beispiel, auch ein ganz wunderbarer Städtemaler, aber das ist eher eine Poetisierung der Stadt, finde ich. Bei ihm fasziniert mich ja so sehr, dass er ja ganz genau ist. Er will ja wirklich genau das zeichnen und malen, was er da sieht. Und trotzdem hat oder es dann... Oder sah. Ich war jetzt nicht mehr da, aber weil es so eine poetische Dimension dann plötzlich entwickelt durch seinen Realismus. Also es geht bei ihm so zusammen, diese Magie und die absolute Genauigkeit. Jetzt kommt, es geht sofort los, Knut, aber jetzt kommt natürlich die krasse Frage. Ist es so, dass das bei dir im Herzen und offenbar ja auch im Kopf so zündet, weil du das alles so wie von früher noch kennst und es diese wohligen Gefühle und Gerüche auslöst? Oder glaubst du, das geht einer breiten Masse von Leuten so, die seine Bilder sehen? Das ist schon was ganz Persönliches, oder? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da habe ich schon ganz viel drüber nachgedacht übrigens. Auch mit unserem tollen Kollegen Andreas Ulrich gesprochen, der auch so mein Alter ist und auch die Stadt so kennt. Und da haben wir uns lange drüber unterhalten, weil du hast völlig recht. Also ich kenne hier jedes Haus. Ich würde jedes Haus auch finden, wenn es es noch gibt. Wir könnten sofort an die Orte gehen. Ich sehe es schon auch mit anderen Augen, aber ich hoffe doch sehr, also es ist völlig berechtigt, was du fragst, dass es klar ist, dass es sich hier um einen sehr, sehr großen Künstler handelt, der uns Stadtlandschaften zeigt als etwas Gewachsenes, als etwas, das Spuren aufgenommen hat von den Menschen, das zeigt, wie Zeit vergangen ist, über meine ganz persönliche Erinnerung hinaus, weil das wäre dann für mich so ganz schön, aber es würde, glaube ich, nicht reichen, um Bestand zu haben in der Kunstgeschichte. Ich glaube, durch deine Begeisterung und eben auch das Herzblut, was du ja einerseits beim Schreiben des Buches und bei der Recherche hattest, andererseits aber auch, wenn man über das Buch mit dir redet, man merkt es ja irgendwie, du bist ja richtig, du brennst ja dafür. Damit, glaube ich, schaffst du es ja gerade eben, diesen Funken rüber zu retten und Leute zu begeistern, die es nicht selber erlebt haben, aber eben dafür ein Auge zu haben. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen was Text hören. Ja, und du bist so lieb und zeigst mal bitte, hast du ja angeboten als mein Bild, die Seite 39, da sehen Sie nämlich so ein Abrisshaus, also das Bild ist für mich so ganz typisch, da kann ich mich auch daran erinnern, also die Gegend, wo ich auch gewohnt habe, dann später, wie gesagt, nee, in Seite 39, also wenn du unten jetzt schaust, Abbildung Nummer 16 wäre das, wissen wir da hinten, ja, 16, das ist so ein Haus, das ist schon entkernt worden, also man hat schon, das rechts sieht man es ja auch und so, das ist ein anderes Haus schon weggerissen worden und es scheint jetzt so der Himmel durch, weil, ja, man hat hier hinten auch die Fensterscheiben rausgenommen, das Haus steht kurz vorm Abriss, irgendwann wird es zusammenfallen und ich finde, es gibt dem, Friedrichsfelder Straße war das, es gibt dem so eine Würde diesem Haus, also es hat was von einer Trauer auch darum, da haben ja Menschen gelebt, das haben Leute gebaut, Menschen haben da gelebt, haben ihre Spuren hinterlassen, also es ist für mich eines seiner stärksten Bilder, was mich ungeheuer beeindruckt und ja, vielleicht noch ein Wort zu der Art, wie er die Bilder gestaltet. Knebel nimmt die körnige Struktur der Leinwand in seine Bilder auf. Sie geht ein in die Struktur der Häuser, drückt sich gewissermaßen durch die Farbe und wird zum Stoff, aus dem Putz, Stuck und Stein sind. Sein Bild von der Pasteurstraße, mit dem ich nun leben darf, verändert sich mit jeder Stunde des Tages, als habe er die Wirkung des Lichts auf der großen Leinwand genau berechnet. Die Sonne geht auf diesem Gemälde und abends zieht die Dämmerung ein. Und das stimmt wirklich, das sagen mir auch andere Leute. Alexander Ostern hat auch zwei Bilder von ihm, Alexander, seine Frau Anja. Und er sagt genau dasselbe. Man kann es eigentlich nicht erklären, wie das geht. Also wie er das mitberechnet hat, dass es wirklich so aussieht, als würde das Wetter sich auch ändern auf diesen Bildern und es zu jeder Tageszeit völlig anders aussieht. Das ist wirklich erstaunlich. Man könnte anhand von Knebels Bildern eine vollständige Typografie des Prenzlauer Bergs zusammenstellen. Die typische Bebauung begann Mitte des 19. Jahrhunderts. Erst im Jahr 1920 wurde der Bezirk in das damals gebildete Groß-Berlin eingemeindet. Das finde ich auch mal interessant, weil wir sehen es ja so als absolut berlinischen Bezirk. Das war ja eigentlich erst sehr spät. Knebel kann stundenlang über die Berliner Mietshäuser reden, deren Architektur sich in den einzelnen Bezirken unterscheidet. Auch interessant, ne? Also Architekturhistoriker wissen, eine Mietskaserne in Wedding hat einen anderen Grundriss als im Prenzlauer Berg oder so. Oder wo kamst du nochmal her aus? Spandau, aber das war sozialer Wohnungsbau, Neubau, 70er Jahre. Ja, das war ganz anders. Stimmt. Hey, wir hatten Fahrstühle und Müllschlucker. War cool damals. Auch wenn viele Häuser leider bei Sanierungen ihren Stuck und damit ihr Gesicht verloren haben, ist doch jedes ein Einzelstück, dessen Individualität sich von den genormten Kästen industriellen DDR-Wohnungsbaus abhebt. In den Neubaugebieten am Rande der Stadt hätte Knebels niemals ein Motiv für sich gefunden. Das sage ich nochmal, ich habe dieses Bild, das du gerade netterweise gezeigt hast, ich nenne das Requiem für ein Haus. Knebel würde niemals einen so pathetischen Titel wählen, doch für mich drückt er genau das aus, was ich empfinde. Das Haus rechts ist bereits abgerissen, nicht mehr als ein Schutthaufen. Und nur Farbreste der Zimmer auf der Seitenmauer erinnern noch an seine Existenz. Ist auch ganz toll, welche Details er da findet. Auch das verbliebene Haus wird sicher bald niedergerissen. Die Fenster auf der Rückseite lassen den Himmel durchscheinen, der bei ihm übrigens meist milchig ist. Du wirst kaum mal einen blauen Himmel hier finden. Und das ausgeräumte Haus noch verwundbarer machen. Knebel hat mir einmal gesagt, wie sehr er es bedauere, nicht schneller gearbeitet zu haben. Die Berliner Sprengmeister kamen ihm zuvor. Er verstand sich als Bewahrer des Verschwindenden, der leider mit dem Festhalten nicht hinterherkam. Oft, ist auch, glaube ich, wichtig, oft musste er sich schon an der DDR fragen lassen, ob er denn in diesen alten, sanitär unzumutbaren Häusern wohnen wolle. Stimmt ja auch, ne? Und immer antwortete er, das würde er sehr gern tun, wenn sie denn behutsam saniert würden. In der Wendezeit engagierte er sich voller Hoffnung am runden Tisch für das Bauwesen, versuchte auch hier zu retten, was noch zu retten war. Seine Bilder aber verstand er nie als gemalte Anklagen gegen den Zustand der Ostberliner Bausubstanz. Solche Botschaften lagen ihm fern. Er wollte immer und zuallererst die Wirklichkeit abbilden, wie er sie sah, als unbestechlicher Beobachter. Vielleicht bisher. Also ein sehr bescheidener Mann. Ja, das ist das richtige Wort. Er ist sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Er freut sich auch, aber er würde nie groß ein Wesen um sich machen. Also das ist ihm alles schon fast ein bisschen unangenehm. Ich fände vielleicht ganz lustig, er hat mich dann angerufen, also Wochen, glaube ich, nachdem das Buch raus war. Wahrscheinlich hat seine Frau gesagt, jetzt musst du dich mal endlich bei dem melden, bei dem Knut. Und hat dann noch gesagt, Man hörte leicht das Sächsische übrigens noch. So, ja, ich hatte ja große Angst vor den Reproduktionen. Sie wissen ja, das wird ja nie richtig Farben und so. Es geht immer nur zu bunt oder zu grau. Bei Ihnen ist es zu grau, aber das ist schön. Lieber zu grau als zu bunt. Na, es trifft sein Wesen besser. Super. Also das heißt, es war gar nicht so leicht von ihm, die Genehmigung zu kriegen, auch diese Bilder, Grafiken, Zeichnungen in dem Buch abzudrucken? Doch, also ist doch. Also die Rechte sind ja bei ihm oder bei den Sammlern im Einzelnen. Das war nicht das Problem. Er hat einfach so ein bisschen Angst gehabt vor der Arbeit, die es machen würde. Und ich habe mir auch Zeit gelassen. Du kannst ja mit so einem alten Menschen, weißt du auch, wenn du Interviews machst, jetzt nicht den ganzen Tag von morgens bis abends reden, sondern man muss sich da Zeit nehmen. Man geht immer mal wieder hin, 1 Stunde oder 2 Stunden. Dann tauchen auch plötzlich Erinnerungen auf, von denen er selber vielleicht gar nicht mehr wusste, dass er sie noch hat. Das war teilweise sehr berührend. Naja, also und man bekommt auch eine Beziehung zu den Menschen. Wenn man eben, jetzt einen Tag da ist und 8 Stunden durchpaukt, dann hat man so einen leichten Blick, aber wenn man den auch in verschiedenen Jahreszeiten, Stimmungen, Tageszeiten mal trifft, ist ja anders. Ne? So. Genau, und dann gibt es auch Zeiten, wo es ihm vielleicht nicht so gut geht, oder seiner Frau nicht so gut ging, wo wir dann pausiert haben. Aber grundsätzlich war es schon so, dass ihm irgendwann dann mal klar wurde, wir machen das seriös, es ist ein seriöser Verlag, es wird ein Buch entstehen. Und ich war auch, also auch mit der Gestaltung, das hat ja der Verlag gemacht, wirklich sehr glücklich. Nicht ein sehr schönes Porträt von ihm drin, finde ich, von seinem eindrucksvollen alten Gesicht, also von dem Ralf Zöllner, der das gemacht hat. Also es ist, ich bin so rundum zufrieden mit der Gestaltung, muss ich sagen. Soll man das sagen? Nee, ne? Also doch. Doch, kannst du sagen, weil du hast die Gestaltung ja nicht selber gemacht. Eben, ja, insofern lobst du ja andere. Ja, ne, so. Aber mit den Texten bist du auch ganz zufrieden, oder? Du weißt, wie man ist nie so ganz zufrieden, aber ich sag mal so. Es ist aber ist es so, gibt es so Stellen, wo du sagst, das hätte ich gern doch ein bisschen anders geschrieben. Jetzt so, wenn du das Buch in der Hand hältst oder unter uns, hast du es gar nicht mehr so oft durchgelesen, dass du darüber stolpern würdest. Ja, oft ist es ja auch so, wenn man selber ein Buch schreibt, sagt man nicht, okay, Häkchen dran. Du, so viel Text ist es ja jetzt gar nicht. Also man kann es immer mal wieder lesen. Wir hatten inzwischen ja auch die eine oder andere Veranstaltung. Ich sag mal so, ich bin kein Kunsthistoriker, also bin ein liebender Laie und ich habe mich wirklich gefreut, dass zum Beispiel in der Berliner Zeitung und im Tagesspiegel haben da die Kunsthistorikerin oder die Kunstjournalistinnen geschrieben, Ingeborg Grute und Nicola Kuhn. Und das sind wirklich Frauen, die verstehen was davon. Und es wäre für die sehr leicht gewesen, glaube ich, da auch das auszuhebeln. Also irgendwas zu finden, wo die sagen, das geht überhaupt nicht. Aber eigentlich haben beide immer geschrieben, es ist, man merkt, es ist ein Liebender, kein Spezialist, ein Liebender, der über jemanden schreibt, der ihm wichtig ist und von dessen Bildern er begeistert ist. Und mehr wollte ich ja gar nicht. Also ich habe mich da wirklich schön verstanden gefühlt, weil genau darum ging es mir nicht. Und das wäre eher meine Angst, dass man einfach dann, habe natürlich viel recherchiert und gelesen und mein Sohn hat Kunstgeschichte studiert, ne? Dem habe ich es gegeben, der musste das natürlich auch lesen dann und gucken, ob Fehler drin sind. Aber das wollte ich, soll ja kein kunsthistorisches Werk werden, sondern... Nein, das ist eine Liebeserklärung an einen Maler und an einen Bezirk. Ne? Genau. So habe ich, glaube ich, schon ganz richtig verstanden. Sehr schön gesagt. Ja. Pass auf, und jetzt kommt ja die Kardinalsfrage. Die hast du ja selber auch schon 100-mal deinen Interviewgästen gestellt, aber da musst du jetzt durch. Kann man davon leben? Vom Malen oder vom Schreiben? Nee, ich meine jetzt deine Arbeit, vom Schreiben. Nein, also was nicht in der Form, in der ich Bücher mache, und das können, glaube ich, die wenigsten Autoren, Autorinnen, aber es ist ja nicht mein Hauptberuf. Mein Hauptberuf ist das Radio oder Fernsehen, davon lebe ich und da kann ich mich auch gar nicht beklagen, ist alles wunderbar. Klar, mit Corona hatten wir auch weniger zu tun, wie du weißt, aber es ist alles noch in einem Bereich, der vertretbar ist und nichts verglichen mit Leuten, die ja vielleicht gerade eine Kneipe eröffnet haben oder so, die fallen wirklich in ein tiefes Existenzloch. Das Schreiben war für mich jetzt nie eine existenzielle Frage, dass ich davon irgendwie mit Geld verdienen will. Das war es nie und das hätte es auch nicht gebracht, glaube ich, bei den Auflagen. Beim ersten Buch war vielleicht ein bisschen anders. Gerda Schweigen hat doch sehr viele Auflagen erlebt und auch eine Taschenbuchausgabe und den Film, also saßen vielleicht noch ein bisschen anders aus. Aber die anderen Sachen sind wirklich, das sind Projekte, das macht einfach unheimlich Spaß. Ja. Das ist natürlich auch schön, dann zu sehen, dass da so ein Produkt entsteht. Du weißt ja, wie schnelllebig unser Job sonst ist. Dann machst du ein Interview und dann ist es auch weg. Wie sagen wir beim Radio so schön, achtet, versendet sich. Es versendet sich, genau. Und dann vielleicht so doch was zu machen, wo Leute vielleicht auch nach ein paar Jahren mal Lust haben zu gucken. Aber habe ich jetzt oft gehört, ich bin da jetzt hingezogen, oder ein Freund von mir wohnt da, ich habe es ihm mal geschenkt, damit er mal sieht, wie es früher aussah. Gibt es die Ausgabe auch in Schwäbisch? Ja, so eine Witze habe ich mir in dem Buch erspart, übrigens auch in der Windstraße, weil ich dachte, dann vergraule ich ja eine große Käufergruppe. Nein, aber ich wollte nur sagen, diese Bilder haben natürlich auch, es gibt wunderbare Fotografien, Helga Paris hat ja da fantastische Bilder gemacht und trotzdem, so eine Gemälde haben natürlich auch eine andere Wirklichkeit und eine andere Wahrheit, nicht? Es ist eine tiefe Wahrheit, die aus der Seele der Häuser spricht zu uns. Ich bin ja auch kein Kunsthistoriker oder Kunstkritiker, aber also man hat halt das Gefühl, obwohl da ist kein Leben drin, da sind keine Menschen, aber die Häuser leben. Ne? Also es wirkt lebendig, obwohl es in Anführungszeichen nur tote Strukturen sind. Ich weiß nicht mal, richtig viele Bäume oder so hat er auch nicht wirklich drin. Ne? Es geht wirklich einfach Stein auf Stein. Ne, so. Das ist gut, dass du das noch ansprichst, weil das hätte ich sonst fast vergessen. Das ist ein Markenzeichen von ihm. Am Anfang, in früheren Gemälden, die es ja noch gibt, da gibt es teilweise noch Menschen. Also zum Beispiel dieses schöne Frühwerk, weißt du, mit dem, hier das, Seite 15, Abbildung 5 bitte, ist ein absolutes Frühwerk, das besitzt er auch noch, es gibt er nicht aus den Händen, da war er noch Student an der Kunsthochschule in Weißensee. Da sind Menschen. Und da sind Menschen, es ist ganz erzählerisch, ne? Das fällt Schnee, eine Vorortstraße, mag ich übrigens besonders, diese Vorortbilder. Und diese Menschen, wie du zu Recht sagst, verschwinden im Verlauf der Arbeitsjahre, weil sie für ihn zufällig sind. Ein Mensch kommt zufällig vorbei. Bei Canaletto zum Beispiel, bei beiden, da gibt es ja unheimlich viel. Ne? Da werden Boote beladen und Kutschen fahren vorbei und Männer, Frauen stehen da im Gespräch. Das hat er alles irgendwann eliminiert, weil es ihm auf der einen Seite zu zufällig erschien, zu erzählerisch. Die Bilder sollen schon eine Allgemeingültigkeit haben. Es sollen keine Menschen zufällig vorbeikommen, sondern sie sollen ja Denkmäler sein für das Verschwinden. Es hat übrigens auch was zu tun mit dem Wunsch, nicht weiter vereinnahmt zu werden. Also das Erzählerische muss raus, damit es zeitloser ist. Was mir auch auffällt, in dem Frühwerk sieht man halt Schneegestöber und es ist Schnee. Ich habe bisher kein anderes Bild gesehen, wo man irgendwie wirklich eine Jahreszeit erkennen kann. Also außer kein verschneiter Winter, aber es könnte Winter sein, wo es einfach nicht geschneit hat. Es könnte Frühling sein, es könnte auch Sommer sein, wenn nicht gerade die Sonne ballert, oder der Herbst. Also auch da hat er drauf geachtet. Ne? Ja, es ist dieser milchige Himmel, den ich schon erwähnt habe, wo man das Gefühl hat, dahinter ist nochmal eine Lichtquelle, die so durchscheint. Blauen Himmel gibt es nicht auch nicht unbedingt grüne Bäume oder so. Es ist auch eine interessante Debatte, weil manche Leute ja sagen, ach, es ist mir auch zu deprimierend, das sieht ja alles irgendwie so traurig aus. Ach, lustig, weil den Eindruck hatte ich bei keinem der Bilder. Ja, das freut mich, dass du das sagst. Ich finde das überhaupt nicht. Also ich finde, das sind bewegende, ergreifende Bilder, die, und das ist wieder was Pathetisches, was auch im Buch steht, was er auch nicht kommentiert, für mich haben diese Bilder dadurch auch ihre Kraft, weil sie zeigen, wie Zeit vergeht. Das kann man ja eigentlich nicht malen, ne? Also Zeit ist gegenstandslos. Bei ihm habe ich das Gefühl, ich sehe das. Ich sehe richtig, wie Zeit vergangen ist. Ich könnte es sogar noch etwas zuspitzen und sagen, es ist vielleicht sogar eine Zeit, in der wir gar nicht mehr da sind, weil du sagst, Menschen kommen nicht vor. Also wir sehen vielleicht so eine Welt hinein, vor der wir uns vielleicht ein bisschen fürchten, wo wir nicht mehr gebraucht werden. Also wenn wir es geschafft haben, uns alle selber um die Ecke zu bringen, die Häuser sind noch da, wenn wir Glück haben. Ja, ja, so ein bisschen, was hat's davon? Ja. Das ist eine Welt, in der wir nicht mehr unbedingt vorkommen müssen. Nicht diese Häuser haben ihr Eigenleben. Guck mal, genau, du hast ja gerade so diese schönen Toreingänge. Ja, da haben wir hier eins aus dem Jahr 76 und den anderen Toreingang aus dem Jahr 2007. Das finde ich aber, hat sich aber auch die Bilder. Detailstufe nochmal deutlich erhöht. Man hat fast das Gefühl, man könnte in das Rechte reinzoomen und würde dann noch sehr viel mehr Details sehen. Absolut richtig. Also so ein Bild hätte ich übrigens auch noch sehr gerne von ihm, aber glaube ich, die sind jetzt nicht auf dem Markt. Weil das ist auch so schön, weil es auch wiederum, du hast ja nach Kindheit gefragt, mich an meine Kindheit erinnert. Also das Nebenhaus mit dem Eingang hat schon ein bisschen was Unheimliches gehabt. Heute glaube ich nicht mehr, heute spielen ja Kinder sowieso nicht auf der Straße. Also ich sehe in der Windstraße überhaupt kein Kind mehr auf der Straße. Die sind alle beim Geigenunterricht wahrscheinlich. Oder so. Und Chinesisch. Und Chinesisch lernen. Mandarin. Oder oben an den Playstations. Aber so dieser Gang durch einen nicht bekannten Hauseingang in einen fremden Hof hatte auch was Geheimnisvolles. Und das sind ja Räume, das malte ja so schön, zwischen öffentlich und privat. Nicht? Also man geht ja von der öffentlichen Straße in einen eher... Aus einem vermeintlichen Trubel auf einmal in eine dunkle, stille Nische, von dem man ja nicht weiß, was da ist. Ne? So. Absolut. Und klar, als Kind, na Logo. Also ich meine, im Dunkeln war man immer am schnellsten, oder? Ja, allerdings, ja. Das ist so schön. Lieber Knut, wir haben jetzt ein Stündchen geredet über dein Buch Der Canaletto vom Prenzlauer Berg. Alle, die jetzt noch Lust haben, vielleicht noch einen Absäcker nehmen wollen und in der Nähe wohnen, die können gerne noch herkommen zum Klosterkeller, weil vor der Tür ist der Büchertisch. Das heißt also, da kann man sich dieses Buch auch jetzt noch käuflich erwerben. Du bleibst noch einen Moment da und wirst noch das ein oder andere signieren. Ein paar Leute sind ja auch hier vor der Tür, da gibt es bestimmt noch ganz private Fragen nach verschiedenen Hauseingängen auf dem Prenzlauer Berg. Ich möchte mich bei dir bedanken, ich finde es total toll, weil wir kennen uns jetzt schon wirklich über 20 Jahre, aber ich glaube, wir haben noch nie mal eine Stunde einfach so miteinander gequatscht. So ganz und zwecklos, einfach so frei. Nur für und uns. Knut unter uns, wie blöd war denn der Wessi jetzt? Ja. Nein, es war wunderbar, vielen lieben Dank, Sven, auch für die Einladung, es war deine Idee, mich einzuladen. Ganz toll. Das ist doch eine wundervolle Atmosphäre. Sie gucken, das ist Wahnsinn, oder? Also auch wie ständig diese Straßenbahn vorbeifahren, das ist toll. Ja. Auch hier der Übergang vom Privaten zum Öffentlichen, nicht, den wir hier bewerkstelligen. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Knut Elstermann. Vielleicht jetzt nochmal einen kleinen Applaus da draußen. Dankeschön, vielen Dank. Sehr super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht es natürlich annähernd täglich weiter mit dem Einheitsstream. Einfach mal nachgucken unter www.einheits-stream.de, da ist das gesamte Programm noch bis zum 3. Oktober, wird ja eigentlich fast täglich immer um 19 Uhr gestreamt. Der Klosterkeller ist auch die ganzen 30 Tage Feierlichkeiten zu 30 Jahre Deutsche Einheit immer irgendwie offen, ab nachmittags spätestens. Man kann herkommen, man kann hier lecker was trinken, miteinander ins Gespräch kommen. Und wenn man hier durch Potsdam bummelt, um sich das Festivalprogramm anzugucken zur Einheitsfeier, dann kann man hier auf jeden Fall mal Halt machen. Vielen, vielen Dank und jetzt bitte abschalten, rauskommen, vielleicht sogar noch herkommen. Dankeschön.